Guten Morgen, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, jetzt endlich wieder zu sein. Ich habe einfach so Bock und bin auch richtig gehypt auf den Tag. Weil heute ist... Okay, warte, ich muss es eigentlich von vorne erklären. So, das Ding ist, momentan Vicky ist irgendwie so daheim und sie hat irgendwie nicht wirklich Lust, irgendwie viel zu unternehmen, weil sie natürlich noch traurig ist wegen der ganzen Geschichte mit Elise, dass sie da nicht weiß, was jetzt genau abgeht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss Vicky jetzt überall mit hinziehen und für alles sie dreifach und vierfach, keine Ahnung, sagen, okay, das macht Spaß, bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann doch heute ihr einfach beweisen, dass man auch alleine Spaß haben kann und dass man auch alleine losziehen kann und den ganzen Tag auch alleine verbringen kann und es trotzdem ein super Tag wird. Und genau das werde ich heute machen, weil ich habe online eine 9-Euro-Ticket-Challenge gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Und das werde ich einfach machen. Ich werde jetzt mit dem 9-Euro-Ticket irgendwo hinfahren und da kommt ihr ins Spiel. Okay, Leute, also die 9-Euro-Ticket-Challenge funktioniert so. Man würfelt eine Zahl und die Zahl, die man gewürfelt hat, an das Gleis geht man. Und dann würfelt man noch eine Zahl und so viele, also die Zahl, die man gewürfelt hat, so viele Stationen fährt man. Aber ich würde gerne euch einbauen. Heißt, die erste Zahl, die ihr mir jetzt schickt, an das Gleis werde ich gehen. Und die zweite Zahl, die ihr mir schickt, so viele Stationen werde ich fahren. Deswegen schickt jetzt mal Zahlen rein. Okay, die erste Zahl, die ich jetzt reinbekommen habe, ist eine 9 und ich stehe jetzt an Gleis 9 und steige jetzt in den Zug nach Salzburg und gleich schaue ich die zweite Zahl an und dann sehe ich, wie viele Stationen ich fahren muss. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Die nächste Zahl, die ich mir reingeschickt habe, war eine 4 und ich sehe gerade eine Anzeige, ist der Chiemsee und ich muss jetzt sowieso gleich wieder aussteigen. Leute, ich habe jetzt hier diese Chiemseebahn entdeckt und habe mir auch ein Ticket geholt und fahre jetzt einfach mal zum Chiemsee. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr auch schon mal da wart oder ob ihr wisst, was man vielleicht sonst noch so machen kann. Ich würde sagen, ich nehme mir hier ein Fensterplatz. Ich habe mir jetzt was zu essen geholt und sitze jetzt auch allein im Restaurant. Und ich habe mir gerade so gedacht, weil irgendwie kann ich mich nicht erinnern, dass ich... Also ich habe mir schon mal Essen geholt und war, bin dann nach Hause gegangen und habe mir irgendwie was mitgenommen. Aber ich saß noch nie so allein im Restaurant. Und ich sehe auch niemanden so richtig, der so alleine sitzt. Und man hat dann voll das Gefühl, dass man irgendwie beobachtet wird. Aber an sich ist es ja eigentlich voll normal, dass man ins Restaurant geht und isst. Und, aber man macht es so selten irgendwie ganz alleine. Aber eigentlich ist es ja auch so voll cool. Ja, darf ich mich dazu setzen? Ja klar, voll gerne. Ja. Leute, es war gerade mega cool. Mich hat gerade so eine Frau angesprochen, die in Europa alleine reist. Und ich habe mich halt so ein bisschen mit ihr unterhalten und fand es voll inspirierend, was sie so zu sagen hatte. Weil sie eben auch meinte, wenn man alleine unterwegs ist, kann man das machen, worauf man Bock hat. Und ich mache das, also ich habe es euch noch nicht erzählt, weil das steht noch nicht ganz genau fest. Aber ich habe mich jetzt für einen Nähkurs angemeldet, weil ich habe schon richtig fleißig mit Mimis Nähmaschine geübt. Aber da waren so ein paar Sachen, die ich einfach nicht alleine hinbekommen habe. Und deswegen habe ich mich jetzt für einen super coolen Nähkurs eingeschrieben. Ich stehe da allerdings auf der Warteliste und der beginnt halt schon morgen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das realistisch ist, dass ich den irgendwie noch bekomme. Aber es wäre halt mega cool, wenn ich da reinkomme. Wenn jetzt zum Beispiel aber morgen dieser Nähkurs nicht klappen würde, dann habe ich auf jeden Fall auch einen Plan B. Weil dann würde ich einfach einen Nähkurs bei einer Volkshochschule machen. Und das würde ja auch voll gehen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch schon mal so einen Kurs gemacht habt oder euch irgendwie alleine einfach für etwas entschieden habt, auf was ihr Bock habt, vielleicht halt auch außerhalb von der Schule. Und oh, wow, Leute, ich glaube, das hat sich hier gelohnt, die weite Reise. Dieses Schloss steht einfach auf einer Insel. Ich war gerade hier in der Führung drin, das war richtig cool, weil die Räume waren so imposant und man hat richtig gesehen, dass es so von Versailles inspiriert ist. Ich konnte euch leider aber nicht mitnehmen, weil man durfte drin nicht so filmen, aber es hat trotzdem richtig gut getan, das alleine zu machen. Und ich weiß, ich mache das gerade nur, um Vicky zu beweisen, dass man eben auch alleine eine gute Zeit haben kann. Und irgendwie ist es komisch, weil ich habe davor ja auch nie so Sachen alleine gemacht. Also, weil sonst frage ich halt immer Mimi, ob sie Zeit hat. Und
als ich noch mit Louis zusammen war, habe ich das halt irgendwie auch mit Louis gemacht. Und irgendwie ist es krass, weil das ist irgendwie, es ist auch erst 2 Monate her und es fühlt sich irgendwie so viel länger an. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch gerade voll okay damit, dass ich alles tun und lassen kann, was ich will. Und das machen wir auch alle in der WG gerade. Wir sind alle irgendwie gerade an einem Punkt, wo wir Single sind und... Leute, ich habe gerade einen Anruf von den Nähkurs bekommen und ich kann morgen da einfach hingehen. Also ich stehe jetzt nicht mehr auf der Warteliste, sondern ich habe jetzt einen Platz. Wenn ihr morgen dabei sein wollt, dann abonniert und drückt die Glocke. Und ich bin gerade voll so perplex, weil dieser Tag, der ist schon so gut. Und ich habe so ein geiles Wetter. Die Aussicht ist geil. Also schaut euch hier mal an. Sieht so cool einfach aus. Es war einfach ein perfekter Tag. Leute, ich bin jetzt wieder in München angekommen und ich habe Vicky jetzt einfach bewiesen, dass man auch alleine Spaß haben kann. Und der Tag war einfach mega cool. Es war gutes Wetter, ich habe coole Leute kennengelernt und ich hatte auch einfach eine gute Zeit. Und ich weiß, ich konnte jetzt den Abend auch noch alleine verbringen. Aber Leon hat mir geschrieben und er geht jetzt noch auf eine Party und hat gefragt, ob ich mitgehen will. Und ich habe gesagt, ja, deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall noch hingehen. Aber ich melde mich morgen wieder und freue mich wieder für euch zu snappen. Bis morgen. Ciao, ciao.